Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Police Simulator Patrol Officers. Und ab heute dürfen wir Auto fahren. Ich freue mich. Und wir haben jetzt hier Schichten, Autoschichten mit drin. Das ist auch eine Fahrzeugstreife freier Modus. Historic Downtown Fahrzeugstreife. Wir bleiben mal in Chester, oder? Das ist, glaube ich, das größte Gebiet. Naja, flächenmäßig vielleicht nicht, aber wir fahren trotzdem nochmal in Chester. Mit Auto! Yes. Sehr geil. Endlich nicht mehr zu Fuß, sondern jetzt auch. Ist das schon wieder abgedatet worden? Und ich habe es nicht mitgekriegt. Okay. Irgendwie. Okay, jetzt hat er geladen. Es wird Zeit, dass mein neuer Rechner kommt. Ich habe gedacht, dass ich diese Aufnahme hier auch schon auf dem neuen Gerät mache, aber danke DHL, dass der Rechner immer noch irgendwo in Buxtehude Süd versauert. Während ich hier drauf warte. So, aber das gehört hier nicht her. Wir spielen weiter. So, ich, Moin Uschi, na, alles frisch? Ah, Praktikant ist auch wieder da. Super, immer noch am selben Aktenschrank. Upsa. Jetzt konnten wir meiner blonden Leuchte hier mal in den Hinterkopf gucken. Da steht er. Guck doch mal, wie schön. Kofferraum. Das ist dein Streifenwagen. Vergiss vor dem Einsteigen nicht, den Kofferraum zu öffnen, wo du zusätzliche Werkzeuge findest. Okay, wir gucken. Alter, das ruckelt heute ein bisschen. Warum ruckelt das? Notlichter nehmen. Nimm die Notlichter aus dem Kofferraum und füge sie deiner mitgeführten Ausrüstung hinzu. Nutze sie, um eine Unfallstelle zu sichern. Geht nicht. Ausrüstung auffüllen. Habe ich sie jetzt drin? Nö. Na gut. Gut, dann, was ist das überhaupt für einen Ford, oder? Ja. Ja, keine Ahnung. Brighton Police. Call 911. Mit der Nummer 3815. Gut, wir steigen ein. Alter, was? Beschleunigen, bremsen, rückwärts. Okay, das ist klar. Eine Handbremse. Schön zum Driften um die Kurve. Tempomat in der Stadt brauche ich nicht. Blinker links, Blinker rechts. Achso, wir müssen auch blinken. Blaulicht? Blaulicht. Sirene? Hupe? Er ist anhalten, Signalton. Warte mal, ich mach mal ganz schön laut, hä? Und 4 ist Scheinwerfer. Die machen wir mal an. Kamera wechseln. Alter, nee, so fahre ich nicht. Kannst du abhaken. Polizeicomputer M. Okay, also für Map. Ich brauche 1... Zwei Hupe-Signalton. Okay, wir kriegen es hoffentlich hin. Warum die nicht 1, 2, 3, 4 die Scheinwerfer auf irgendwas anderes? Nein, okay, alles klar. Wir fahren los. Warte mal, ich mach mal die. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand mit neuer Information? Der vermutliche Aufenthaltsort direkt der gesuchten Person wurde auf ihrer Karte aktualisiert. Alter, ich habe eine Tussi angefahren. Warte, ich muss auf die Karte gucken. So, wir sollen dahin. Wir sollen jemanden suchen. Ja! Okay, dann setze ich mir mal da einen Marker. Und dann, warte mal, dann müssen wir hier jetzt rechts rum, gell? Oh, wir haben jetzt sogar eine Minimap. Cool. Ich hätte vielleicht einen Blinker setzen sollen. Wir fahren jetzt aber nicht mit Blaulicht und Martinshorn.
Yeah, Fräulein! Einfach quer über die Straße schießen. Ich glaube, es hackt. Habe ich grün? Wir haben grün. Alter, da fährt er mir doch fast rein, die Sau. Ich bin auch ganz schön schnell. Ja, ich bin im Einsatz. Ich darf. Und es ruckelt sich. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Okay, dann parken wir mal hier ganz ordentlich. Ticket brauche ich ja jetzt wohl nicht ziehen, oder? Wie steige ich aus? F. Gott. So, wir suchen Natalie Wood. Graue Jacke, Brille, Haare nach hinten. Haben wir sie da schon? Schaut mal. Tach, junge Frau. Was denn jetzt? Wie die flieht. Hallo, anhalten. Hallo? Kannst du mal? Warte mal gerade. Ich hab doch Tastaturblöcke. Ich hab doch einen Taser. Wie nehme ich eine primäre Ausrüstung? Linke Maustaste. Inventargegenstand 1 und 2. Wenn ich jetzt, die haut ab. Fuck. Wo ist sie denn jetzt? Da. Fräulein. Halt! Polizei! Boah. Zuck noch ein bisschen, Baby. So, Freundchen. Was ist hier? Ihren Ausweis, bitte. Hier ist der Officer. Natalie Wood. Organspender. Das hätte auch in die Hose gehen können. Hätte ich jetzt aus Versehen die andere Waffe gegriffen. Sie scheint nervös zu sein. Ja, ist klar. Was hat sie denn? Nee, abtasten fällt aus. Wenn, dann machen wir es richtig. Auf geht's. Schätzelein. Kann ich mir irgendwie den Taser... Kaugummi, ein Ball und eine Handfeuerwaffe. Scheiß mal aufs Klappmesser. Die hat eine Knarre. Da geht's aber mal direkt in die 8. Illegaler Waffenbesitz und tschüss. Ich muss sie festnehmen. Sie führen eine Waffe ohne gültigen Waffenschein mit sich. Bitte, nein. Bitte doch. Hallo, wo willst du nur hin? Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Da stand bewaffnet, aber ich habe gedacht, die hätten Messer oder so. Kann ich noch ein paar tasern? Jetzt muss ich warten, bis der andere da ist. Ich guck mal, ob ich mir die irgendwie die Sachen auf die Schnellwahl legen kann. Geht das irgendwie? Setze Elektro nicht zu dich mal um Elektro einsetzen, muss die Person der Verhaftung widersetzen und davonlaufen. Haben wir gemacht. Da ist die Verstärkung. Hier, Zap, zap, ab, nimm die Olle mal mit. Wenn's sein muss. Oh! Da fehlt ein bisschen Sprachausgabe. Na, okay. Ja, ist immer noch Early Exit, das vergisst man ganz gern mal. Weil das Spiel doch schon ziemlich geil ist. So. Stelle Strafzettel aus in Chester. Hätten wir ja gerade stehen bleiben können, oder? Warte mal, ich... Gucken wir mal hier so... Sind das Parkplätze?
Fidibum, der erste Strafzettel ist geschrieben. So, was haben wir hier? Das sind tatsächlich Parkplätze. Februar 20. Na, das ist doch auch schon abgelaufen. Ist denn hier los, Freunde? Ich hoffe, mein Dienstwagen klaut mir keiner jetzt. Okay, Juli 21, alles butterweich. Juli 21. April. Kann ich auch Strafzettel machen aus dem Auto raus? Also hier für nicht blinken oder zu schnell fahren oder so? Oh, ho, 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 ho. Können wir gleich mal ausprobieren. Ich mache hier gerade noch die Reihe fertig. Und dann probieren wir das mal aus. Zack. September. Ja. Lila Haarband und rotes Kleid. Die müsste man nicht auch festnehmen. Strafzettel wegen... was? Freundchen. Ich muss sie festhalten, weil sie Müll auf den Boden geworfen haben. Das kann nicht sein. Sowas mache ich nicht. Hä, bist du doof? Du hast direkt neben mir gemacht. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Hier, bitte. Oliver Wood. Oliver Wood? Hieß nicht so der Kapitän in Hogwarts vom Gryffindor. Hier, wie hieß das? Das Besengedöns? Der hieß doch auch Oliver Wood, oder? Witzig. Und dann läuft der, wenn er Besen fliegen kann. Ja, komm. Zack. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar Bußgeld. So viel Geld habe ich nicht. Hat der auch wirklich Müll weggeschmissen? Ich bin mir gerade etwas unsicher. Ich habe nämlich CP nur noch 80. Oder ist er einfach nur über die Straße gerannt? Puh, wir haben den falschen Strafzettel ausgestellt. Nee. Was? Was? Wo? Wo ist diese Frau? Da hinten. Hallo, stehen bleiben. Hallo, Sie da. Alter, hier liegt der Müll auf der Gasse. Hallo. Tag. Bla bla bla. Zack. Ich habe Sie angehalten, weil Sie unerlaubt über die Straße gegangen sind. Es tut mir leid. Ich dachte, in dem Moment wäre es sicher. Na, da haben Sie aber nicht so wirklich nachgedacht, oder? Komm, wir gucken mal. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Hier ist der Officer. Hübsche. Alice Baker. In der Jefferson Road in Brighton. Es tut mir leid, sie hat geweitete Pupillen. Hallöchen, hallöchen. Autoschlüssel, Kaugummi, okay. Geweitete Pupillen. Was, war der abgelaufen? Nee, ne? Hab ich jetzt gar nicht geguckt, verdammt. Komm, dann kriegst du nur den. Ich belasse es bei einer mündlichen Verwarnung. Danke, Officer. Da wollen wir mal nicht so sein, gell? Jetzt hab ich... jemanden glücklich gemacht. Ich bin so toll. Da steht mein Auto. Was? Ah. So, dann lassen wir mal einen Dicken raushängen und fahren mal hier ein bisschen Streife.
Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo Blinker. Ah ja, okay. Blinker rechts war E. Alter, voll motorisiert. Nom, 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 nom. Dieses Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Und eine Beule hat es auch noch hinten drin. Hier, Freundchen, du, dein ganzer Kofferraum hinten ist ja Schrott. Wusstest du das überhaupt? Hier mal aussteigen. Komm mal raus aus der Karre. Hallo? Hallo? Bei mir sieht man kaum was. Hier, die Scheiben kaputt. Hier, Freundchen. Wie, passiert überhaupt nichts? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Abfall auf die Straße geworfen. Mein Auto ist auch Schrott. Stopp. Oh. Du musst mal dein Auto reparieren lassen, du Kacktaxi. Unfall. Alter Schwede. Na, das gibt aber Ärger jetzt. Halt. Der geht direkt in die... Jetzt. So. Ich bin sofort zur Stelle. Hier liegt ein Auspuff rum. Was ist mit dem? Was ist denn jetzt los? Hier, Entschuldigung. Was ist? Ich habe vergessen zu blinken. Es tut mir leid. Ja, dann den zeig Führerschein ich mal her. Und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Dritte abgelaufen. Keine Versicherungskarte. Wütend. Ja, Momente mal wütend, gell? Was? In Brighton ist der Besitz von bis zu 28 Gramm. 28 Gramm. Cannabis erlaubt. Okay, gut. Aber zwei Klappmesser? Wohl eher nicht. Dann gucken wir mal, was er noch so drauf hat. Gesoffen hat's auch. Und wenn sie schon Cannabis einstecken hat. Alter. Was ist mit dir? Nö. Dann dealt sie. Die dealt. Garantiert. Warte, ich muss mal ganz... Du bleibst mal schön hier stehen. Ich fotografiere noch hier den Schaden. Guck dir das mal an hier. Alter Schwede. Komplett zerstört das Ding hier. Was die... Schön, mein hier, Scheibe kaputt. Alter Verwalter. Was hast du mit dem Auto gemacht? Nummernschild abgeflogen. Jetzt komme ich hier nicht durch. Arsch zu dick. Nur so für... Komme ich hier nicht durch?
irgendwas kaputt hier? Muss ich hier ganz außen rum latschen? Moment, ich bin gleich bei Ihnen. Was sind das für komische Bremsspuren? Herrgott, Sakra. Wäre auch irgendwas dran noch? Nee. An dem Auto ist ja gar nichts dran. So, Mademoiselle, sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Es tut mir leid, aber aufgrund des Waffenbesitzes und so. Ich muss Sie festnehmen. Sie führen ein Springmesser mit sich. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Zwei Springmesser. Zwei. Ach, bitte nein. Sie sind ein lausiger Cop. Puff! Warte mal. Was bin ich? Das war ja wohl mehr als gerechtfertigt, oder? Okay, Taser darf ich sie nicht. Mist.